Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Da oben ist er, Star Wars The Old Republic. So, wir befinden uns in dieser Höhle. Die ist da oben. Das ist, besorge das Sith-Holochron. Und ich denke, es ist genau hier um die Ecke. Wir werden eine Falle stellen. So, dazu müssen wir in den Raum rechts da rein. Ich habe zu Beginn der Folge uns hierher gebracht. Inzwischen sind alle wieder respawned. Ach, wie schön. So, gut, die machen wir schnell weg. Es ist nicht so das Riesenproblem. Die Rakule, finde ich, sind gar nicht so stark. So, außerdem sind wir echt schon relativ hoch. Wir sind gecapped auf 37. Wir spielen ja gemeinsam Story. Und Handlungsbogen der Planeten. So, ja, Kenball, du machst das. Geh mal vor, ich schau dir zu. So. Ja, da haben wir hier. So, wir spielen es ganz gemütlich. Natürlich, ich könnte es mehr auf Druck spielen. Wurde mir auch gesagt, ja, mach doch mehr, mach doch schneller, schneid doch weg. Nö, wir spielen gemeinsam. Also, wer meine Let's Plays kennt, ich spiele gerne gemütlich und nicht auf Druck. Dafür alles gemeinsam, man soll ja alles sehen können. Oh, und deswegen machen wir das gemeinsam. So, jawolle. Ende mit den Rakkuls. Zumindest mit den beiden hier. Oh, da liegt's ja, da liegt's ja. So. Zielerfasser von Taris. Wie schön. So. Benutze das Holocom. Hallo, Holocom. Ich habe das Holocron gefunden. Hervorragend. Ich finde dort Anathemus im momentanen Außenposten des Imperiums in dieser Region. Ich schlage vor, dass ihr umgehend mit ihm sprecht. Umgehend. Und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich den perfekten Platz gefunden habe, an den ihr euren Padawan locken könnt. Ein Sumpfgebiet, das nahe genug an republikanischem Gebiet ist, um sie in Sicherheit zu wiegen, doch abgelegen genug, dass sie euch ausgeliefert ist. Ich bin äußerst dankbar. Lasst das Mädchen von Lord Anathemus Attentätern hier hintreiben und sichert euch den Holokommunikator eines republikanischen Soldaten. Sobald die Falle zuschnappt, könnt ihr über die republikanische Frequenz Kontakt mit ihr aufnehmen und eure Hilfe anbieten. Viel Glück. Ja. Das liegt da einfach so am Boden rum. Okay. So. Das heißt, beide sind da. Super. Auf mit dem Kügelchen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da können wir mit Melkor Din reden. Und natürlich mit dem... Jetzt habe ich geglaubt, da spricht er. The Dark Force Awakens. So, was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ausgezeichnet. So, da haben wir Gefährtengeschenke, gefährliche Geschenke. Wie viele hast du? So. Nein, jetzt habe ich es verkauft. Egal. Ich habe seit dem Frühstück 29 Rakulen. Leben Sie wohl. Super. Aber da war sicher keiner von denen mit diesen Spezialkräften. Spezialkräfte? So, zuerst mal, wo ist er denn, wo ist er denn? Ah, da ist der eine, aber hier ist der andere. Der ist im Zelt, oder? Ja, wir schauen uns den gleich an. Lord Anathemus, hi. Ich habe gehört, dass ihr nach diesem Holocron sucht. No. Das Holocron. Woher habt ihr das? Gebt es mir. Nein, Moment. Das muss eine Falle sein. Ich lasse mich nicht hereinlegen. Ich gebe euch das Holocron, wenn ihr mir eure Attentäter zur Verfügung stellt. Hm. Ihr glaubt also, dass ihr die Dienste meiner Attentäter mit einem Holocron kaufen könnt? Klingt plausibel. Ich frage mich, wofür ihr sie braucht. Ich
Ich brauche die Hilfe eines Padawans, um in die Jedi-Enklave zu gelangen. Ich will, dass ihr ihr Angst einjagt. Klingt einfach. Meine Attentäter werden euch gerne... Moment. Warum sollte ein so mächtiger Sith Lord wie ihr Attentäter anheuern, um einen einfachen Padawan zu erledigen? Haltet ihr mich für einen Narren? Ich lasse mich nicht zum Narren halten. Die Padawan-Schülerin muss glauben, dass sie in Gefahr ist, sodass ich sie retten kann. Ihr spielt wohl Katz und Maus? Nun gut. Auch wenn ich das sicher bereuen werde. Die Attentäter gehören euch. Sagt mir einfach, wo sie warten sollen und wer ihr Ziel ist. Ihr Name ist Ashara Zavros. Na, da bin ich ja gespannt. Der hat ein wenig Verfolgungswahn, aber... Ich verstehe. Also treiben meine Attentäter diesen Padawan heraus und ihr rettet sie heldenhaft. Ich gehe davon aus, dass ihr eine Art Geistestrick einsetzt. So sei es. Nun gebt mir das Holocron. Dem will ich nie trauen. Naja, wie auch immer, er hat sein Holocron und ich hoffe, er hält sich an den Deal. So, jetzt gehen wir da noch rein. Da ist dieser Melkor. Hier, das Melkor. Mola, meine Gute. Lügt mich nicht an. Nein. Erzählt mir von den Rakulen. Ich bin nur Xenozoologin. Ich habe euch alles gesagt, was ich... Verzeiht mir. Eine solche Vernehmung beschäftigt mich so sehr, dass ich fast alles andere vergesse. Ich bin Chefbefrager Melkor Dinn. Lord Gravo sagte mir schon, dass ihr kommen würdet, um die Republik aufzuhalten. Und die Bedrohung durch die Rakule. Was sind denn Rakule? Wahnsinnige Bestien. Sie wüten in der Kanalisation und reißen alles in Stücke. Sich selbst und uns. Geschieht euch ganz recht. Schließlich haben die Sith die Rakule überhaupt erst erschaffen. Mola hat eine lose Zunge. Aber sie hat recht. Es war ein Sith, der damals die Seuche entwickelte, die Personen in Rakule verwandelt und sie auf Taris freisetzte. Die Krankheit überlebte sogar die Verwüstung des Planeten. Jetzt wüten die Rakule überall. Und die Republik treibt sie in unsere Richtung. Wie hat die Republik die Bestien unter ihre Kontrolle gebracht? Mola war so freundlich, uns von einem Reaktor zu erzählen, den die Republik stilllegt. Sie sagt, die Rakgule werden durch kleine Mengen Giftmüll gelenkt, die sie aus dem Reaktorkern freisetzen. Die Bestien drehen durch und laufen fort, um sich in Sicherheit zu bringen. Geradewegs ins imperiale Gebiet. Okay. Es stimmt. Ich habe die Aversion der Rakgule gegen Reaktormüll bemerkt, als ich ihr Migrationsverhalten studiert habe. Als sie den Giften ausgesetzt wurden, gab es Nebenwirkungen. Was haben die Chemikalien bewirkt? Während unserer Studien wurden die Rakgule durch ein Radiatorleck in den Wahnsinn getrieben. Wenn ihr sie vergiftet, sollten sie sich gegen alle wenden. Gegen euch, gegen uns und gegeneinander. Sehr gut. Wir jagen die gelagerten Chemikalien in die Luft und vergiften sie alle. Die Rakgule werden viel zu sehr damit beschäftigt sein, unsere Feinde zu fressen, um sich uns zuzuwenden. Zeit, dass sich die Republik mit den Monstern von Taris herumschlägt. Okay. Gut, das werden wir wohl hinkriegen. So. Nö, wir spielen keine Nebenquest. Nie, nie, nie. Wo, oh, wer ist das? Mein Sith Lord. Oh. Wir haben dem Ziel aufgelauert und bringen es nun zu dem von euch bestimmten Ort. So, okay, dann muss ich das republikanische Holocron zuerst erbeuten. Hier, Falle stellen und hier die Giftfässer, oder? Ja, gut. Ich muss zuerst natürlich. Was machen wir zuerst? Oh, bin ich aufgeregt. So, naja, wir schauen mal. Nö, ich mag zuerst Rakgule töten. Also, Chemiefässer sprengen, besser gesagt. So... Muss ich hier rein, oder? Dadurch am besten. Oh, da sind da einige, oder?
Ja, das sind schon einige. So. Da ist zum Beispiel ein Chemiefass. So, wenn ich jetzt absteige hier und ich mache so. So, dann kann ich dieses Fass hier sprengen. Super. So, wo habe ich denn da? Ah, da hinten, da hinten, da hinten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, den kann man auch gleich erledigen. Super. Was, wer schießt da? Da schießt doch wer. Auch wegkriegen hier. So, sehr schön. So, mein guter Kimball. Super. So, ein paar sind ja noch da. Mitten im Dreckwasser. So, Fässchen, 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 da hinten. Wow. So, hallo ihr guten Republikaner. Ja. So, jetzt eher noch. Es ist einfach wunderbar. Bläh. Weg aus dem Giftmüll. So, da ist noch ein Fässchen. So, geht okay, zum Melkor Din zurück, ja, aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um das republikanische Holocom. Ja, das wäre sinnvoll und auch zielführend. Zielführend. Da, da, da. Da waren wir drin. Da war diese Höhle mit dem Holocom. Ja, und da kann man sicher irgendeine Nebenquest machen, erledigen. Aber wir spielen ja Story. So, Moment. Mal kurz schauen. Okay, wir sind eh fast da. Das heißt, wir können einfach hier rein. Hi. So. Und er hier. So, kann ich mich da mal selber heilen? Hat jemand vielleicht Kolonisten? Also im ersten Schritt würde ich euch jetzt noch nicht töten. So, sehr gut. Der nächste bitte. So. So, und da oben sind ja auch noch welche. Die holen wir uns auch gleich. So, der schweißt da ganz gemütlich. Der macht da Pause. Während seine Freunde hier. Also, das geht gar nicht. So. Ah, ich hol mir dabei den Loot. Da, 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 da. So. Jede Beschützerin. Hallo, jede Beschützerin. Wir machen es mal so. Ich kann dich nämlich auch schubsen. So, jetzt kriegst du den. Dann kriegst du den. Dann machen wir den Donnerschlag. Den kannst du auch nochmal haben. So. Ein wenig schocken muss sein. So, super. So, Kommunikator? Nö. Hm. Okay, Zelte der Kolonisten, die will ich nicht unbedingt jetzt töten, wenn es nicht sein muss. Aber, wenn es sein muss...
Manchmal muss es eben Kolonisten töten sein. So, dann haben wir ihn hier. Da 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 da. Jambunja? Jetzt gleich? So. Ich finde keinen Kommunikator. Habt ihr hier vielleicht einen für mich? Ich brauche wirklich nur für ein oder zwei Meldungen. Ach, ihr seid brave Republikaner. So. Tot. Republikaner sind tot. Vielleicht haben doch die Zivilisten welche. Kann das sein, dass Zivilisten Kommunikatoren haben? Das kann doch theoretisch, also rein theoretisch. Ja. Oh, danke. So. Wo ist der hin? Ich wollte ihn gerade buffen. Er ist weg. Verdammt. Na gut, egal. So, ich stelle mich da mal auf den Weg. Also vielleicht etwas neben dem Weg. So, am besten hier. So, sprechen wir mal. Also, ich habe den Kommunikator. Ja? Ashara Zavros? Ich habe von dem Hinterhalt gehört. Triff mich in den Sümpfen nahe deiner Position. Ich kann dich beschützen. Was? Wer seid ihr? Woher weiß ich, dass das nicht bloß eine weitere Falle ist? Es ist keine Falle. Wenn ich dich tot sehen wollte, könnte ich einfach warten, bis die Attentäter dich erwischen und erledigen. Vielleicht sollte ich mich eher darum sorgen, wer mich unbedingt lebend haben will. Mhm. In Ordnung, ich komme. Aber wenn das eine Falle ist, glaub bloß nicht, dass ich mich kampflos ergebe. Natürlich nicht. So. Ja, auf in die Sümpfe. Ja. Ah, wird das schön. So, sind wir bei da? Ja, wir sind tatsächlich... Oh nein, das ist nur der Durchgang zu einer neuen Zone. Die Zone! Umwelt von Taris, Wissensobjekt. Schauen wir gleich mal. So, wie üblich, ich lese nicht vor. Ich lese zwischen den Folgen, ihr könnt jetzt auf Stopp drücken. So, ich mache einfach weiter. Die dunkle Seite wird stärker. Sinkende Stadt, los! Ja? Gut. Front Außenposten Alpha. Da, 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 da. So, wir müssen aber in die Richtung. So. Ist es noch weit? Sind wir bald da? Naja, geht, oder? Ja. Sinkende Stadt. Auch schön. Auch schön. Das muss wirklich mal beeindruckende Architektur gewesen sein. Eine super große, tolle Stadt. Aber leider. Der Medi-Distrikt. Oh, da muss ich schon hin. Faszinierend. Ja, und das leider, mein ja auch nicht. Ja, craften und so. Aber ist okay. So. Also, dann werden wir die Zavros mal retten. Okay. Besiege die Truppen der Republik. Muss ich das Gebiet vorbereiten? Ja, ich denke schon. So. Ja, dann haben wir dich hier. So. Ich würde das wirklich aber gerne komplett fertig machen hier. Weil wegen. Ja. Ui. So. Ich kann nochmal schubsen. Soll ich nochmal schubsen? So. Ja, 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 ja. So, ich loot dabei mal. Super. Ja.
toter Druide. Ist ein guter Druide. Können Druiden sterben? So, dann haben wir da hier. Hi, meine Freunde. Oh. So, Eroberungsziel. Na? So. Chaos. Da ist sie. So, aber das sind alles republikanische. Wieso? Ich dachte, da geht es um die Attentäter hier. Ja. Ja, egal. Also, die gehören sowieso weg. Also, insofern, alles in Ordnung. So, da hinten ist noch, und da ist noch so ein Droide. So, sehr gut. Weißt du was? So, dann wollen wir uns zuerst mal mit dem Druiden hier beschäftigen. So, Chaos Teil 2, super. Was auch immer. Dieses Eroberungsziel. So, imperialer Nichtspielercharakter. Aha, gut. Ist das da unter Aktivitäten gewesen? Nö. Ruhmversteck, Missionslogbuch. Gibt's da? Oh, 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 Eroberung. Eroberung, Eroberung. So, persönliche Belohnungen. Oh, wie schön. Sammeltresorkisten. Oh, da kriegt man coole Sachen. Wusste ich so gar nicht. Was es da alles noch zu entdecken gibt. So. Ja. Da. Geh zu den anderen. Na. So, oh, da kommen noch mehr. So. So, Mädel, wir haben dich gerettet. Wenn dich niemand gerettet hätte, dann könntest du jetzt tot sein. So, los geht's. Wissen sollen, dass das eine Falle ist. Ihr wollt mich nicht wirklich vor euren eigenen Leuten beschützen. Normalerweise würde ich das nicht, aber ich brauche dich lebend. Das erfüllt mich doch gleich mit Hoffnung und Vertrauen. Bei allem Respekt, mein Sith Lord. Uns wurde aufgetragen, dieses Mädchen zu eliminieren. Macht uns bitte keine Umstände. Keine Umstände machen? Ich fürchte, der verlangt dir zu viel. Wartet. Ihr werdet doch nicht wirklich... Ich dachte... Das ist Verrat! Lord Anathemus wird davon erfahren. Ihr habt sie gehört. Wir geben nicht kampflos auf. Gut, aber er hat gesagt, letztlich ist es ihm egal. Hat er das so gesagt? Bin mir gar nicht so sicher. Da. So, wunderbar. Siehst du? Ohne mich wärst du tot. Naja. Bitte, ich gebe auf. Sith Lord, Jedi, tötet mich nicht. Natürlich, Barmherzigkeit ist die Art der Jedi. Ich bin kein Jedi. Ihr tötet selbst eure eigenen Leute ohne Reue. Was wollt ihr überhaupt von mir?
Ich brauche einen neuen Schüler. Genauer gesagt, dich. Das werde ich nicht. Ich werde euch nicht helfen. Nun? Die Furcht, die Angst, der Schmerz. Ich gebe auf. Was wollt ihr von mir? Der Geist in der Jedi-Enklave. Ich muss mit ihm sprechen. Der Geist? Aber nein, natürlich. Ich werde tun, was ihr sagt. Ich gehe vor und bereite die Enklave vor. Ich sorge dafür, dass keine Jedi anwesend sind. Aber wer es glaubt, könnte selig werden. So, gut, hier ist der Außenposten. Dann werden wir zuerst mal zu ihm zurückkehren. Ja. Ja, das machen wir. So. Ja, eigentlich hätte ich mich lieber mit ihr unterhalten wollen, so ein wenig tatsächlich überzeugen. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das noch. So. Wo ist denn der? Sind wir da falsch? Oh. Oh verdammt, da müssen wir da runter, mit dem Gleiter. Ja, dann machen wir das noch. Oder? Machen wir das noch? Ja, das geht, komm. Wir machen das. Reiseroute bestätigt. Ah, wie schön. So, ja. Die Savros. Vielleicht kriege ich noch die Chance, dass ich sie so ein wenig durcheinander bringe. Weil einfach nur schocken ist zwar gut. Aber nur, wenn sie an uns glaubt. Macht's richtig Spaß. So, wo haben wir den? War der da im Zelt? Was ist denn das? Missionsterminal? Das sind Heldenmissionen, oder? Ja, das machen wir nicht. So, da ist er drin. Der gute Melkor. Ich habe die Kanalisation mit Chemikalien gefüllt. Die Rakgule sahen nicht besonders glücklich aus. Habt ihr das gehört, Mola? Die Rakgule werden eure geliebte Republik zerfleischen. Und der Reaktormüll wird in den Boden sickern, sodass ihr eure Reinigungsaktion vergessen könnt. Lord Gravus hatte recht, was euch betrifft. Die Kanalisation wird bald keine Gefahr mehr darstellen. Spart euch die Lobreden, Melkor. Auf diesem Planeten gibt es viele Sith. Und alle doppelt so mächtig wie euer Freund hier. Seid ihr gekommen, um euch in meiner Macht zu sonnen? Ich begrabe euch lieber, als dass ich euch ansehe. Das reicht. Tenna, ich nehme einmal an, ihr seid nicht nur hier, um einen Kampf zu provozieren. Hütet eure Zunge. Darth Gravus hat mich nicht mehr in der Leine. Während ihr die Kanalisation vergiftet habt, habe ich Rakgule geschlachtet. Einer von ihnen hat zurückgeschlagen, ohne mich zu berühren. Er hat die Macht genutzt. Sagt uns, was ihr über diese Kreaturen wisst, die Macht anwenden. Es sind Nekgule. Sie sind empfindsam und können die Macht nutzen. Im alten Reaktor lebt eine ganze Kolonie davon. Ihr wisst, welche Strafe eine Lüge nach sich zieht, Mola. Ich sage die Wahrheit. Meister Sulan ist bei den Nekgulen und lehrt sie den Weg der hellen Seite. Sulan? Den Namen kenne ich. Ein idealistischer Jedi. Mächtig, aber töricht. Wenn er diese Nekgule gegen uns aufbringt, könnte das Ärger bedeuten. Sulan wird die Pläne des Imperiums nicht durchkreuzen. Gut. Sucht ihn in diesem Reaktor, von dem Mola sprach. Wenn er dort ist, entledigt euch seiner. Dieser Auftrag erfordert wahres, dunkles Können. Überlasst das mir. Wer zuerst den Reaktorkern überlastet,
darf den Neckgulen beim Rösten zusehen. Überlass Tenna nicht den ganzen Spaß. Das werden wir auch nicht tun. Aber... Oh, eine neue... Oh, das werden wir nicht tun. Aber wir werden in der nächsten Folge etwas gemeinsam machen. Nämlich den Reaktor. So, bis dann. Tschüss.